Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei einem neuen Let's Play. Und heute will ich euch mal ein Spiel zeigen, und zwar ein Handyspiel, das man im Play Store kriegen kann. Und zwar ist das Tactic Cool. Ne? Der Name klingt nicht nur cool, sondern das Spiel ist auch ganz cool. Ne? Ja, will nicht lang reden, sondern wir wollen einfach mal losspielen. Matchsuche. Achte auf fliegende Trümmer. Ne? Tipps gibt es ja auch noch frei aus. Das ist nett. Aber erstmal müssen wir warten. Ja. Was gibt es zu dem Spiel noch zu sagen? Ja, ist die Perspektive von oben. Man guckt also von oben auf die Spielfigur. Und normalerweise steuert man das mit Fingers auf dem Bildschirm, auf dem Touch-Bildschirm. Ich habe jetzt zu Aufnahmezwecken hier den PC genommen. Mit einem kleinen Extra-Programm. Oh, Spielersuche dauert etwas länger. Kommt natürlich immer auf die Tageszeit an. Ja, und sonst so. Geht's euch gut? Ja, siehst du, da fängt's auch schon an. Ja, gibt zwei Teams. Töten will das feindliche Team. Ja, 100 Punkte erreicht. Vor Rundenende. Und die Geldtasche, die bringt extra Punkte. So. Für mich ist es jetzt natürlich noch ein bisschen schwerer, sich zu bewegen hier, finde ich zumindest. Weil, weil hier ein Schwein mit Laude kommt. Lege ich hier vorne hin. Oh, wo ist meine Maus? Da. So. Ihr seht schon, geht ziemlich ab hier. Ist richtig kranker Scheiß, ist das. So, halt nochmal ran. Und dann setzen wir eine Überraschung. Hier gibt es nämlich auch die Mine. Und ich bin gerade irgendwie gestorben. Und man kann hier zwischen drei Operatoren dann wählen, die man im besten Fall vorher ausgerüstet hat. Ne? Aber ich muss echt sagen, die Tasche. Taschenträger lese ich gerade. Der Taschenträger sollte mal hier zu uns kommen. In die Basis ist nämlich immer der beste Trick. Dass du in die Basis gehst. Wenn du wahrscheinlich jetzt machen. Ne, hol durch die Tasche, verdammt. Vorsicht! So, jetzt kommt ihr her. So, ich kann mal noch Befehle geben. Verteidigen. Wir sollten den verteidigen. So, der haut schon mal ab, das ist schon mal sehr gut. Ich lege hier mal was hin. Als C4, das kann ich in die Luft gehen lassen. Genau so. Hier. Hier sagte ich. So, eigentlich müsste ich jetzt beim Taschenträger ja auch, der die Tasche hat, gibt nämlich extra Punkte. Guck, also. Das war knapp, fast gestorben hier. C4, beste, was man hier haben kann. Das sieht ganz nach einem Sieg aus, würde ich mal sagen. Ne? Ganz erfolgreich. Die erste Runde. Ja, so funktioniert das Spiel. Am besten schnappt man sich die Tasche. Dann sind hier unten ja die Punkte. Mit der Tasche gibt es
extra Punkte und halt für jeden Kill, den man macht. Da spielt man normalerweise auf dem Handy, das kann man sehr schön unterwegs spielen. Die anderen haben jetzt die Tasche, ne? Ja, das kommt, wenn man nicht in der eigenen Basis. Das ist nämlich der Trick. Man geht in die eigene Basis zurück. Da, wo man auch dann spawnt. Oh, da ist mein Maus hier. Verabschiedet. Ne, man geht in die eigene Basis zurück und dort spawnt man nämlich auch neu. Und wenn man dann neu gespawnt ist, kann man die Tasche auch gleich wiederholen. Oh, der macht mich alle, schau ich hier. Das war knapp. Knappes Kisschen. Aber das sieht wie ein Sieg aus. Bip-bip. Jawohl. So, guck, ihr habt aber schon ein bisschen gespielt. Level 36. Kriegen wir eine Belohnung für. Weiter. Ja, dann hat man hier noch so ein Belohnungssystem. Wofür man noch Kisten kriegt. Kann man noch zahlen mit Werbung, dann darf man nochmal drehen. Machen wir jetzt nicht. Ich möchte keine Werbung gucken. Wir gucken uns die Punkte da an. Das sieht auch ganz gut aus. Hier. 4 Kills. Kann man mal machen. Ja, ich würde sagen, wir hängen da direkt noch eine Runde dran. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Deck die cool, sag ich nur. Deck die cool. Ja. Cool. Also für so zwischendurch richtig gutes Spiel. Kann man mal machen. Aber dann auf dem Handy, ne? Auf dem PC, das ist die Steuerung. Ist ja auch nicht für den PC, ne? Ist ja fürs Handy gemacht. Gibt's im Play Store nur. Ich glaube im Windows Store oder wie das Ding heißt. Da gibt's das, glaube ich, ja. Eine coole Mucke hat das natürlich auch. Spiel. Das hört man sofort. Hätte ich jetzt eine Facecam, dann könntet ihr sogar sehen, wie ich das so richtig geil abdance, aber man muss auch ein paar Geheimnisse haben. Ja, so, geht gleich los. Höchstens noch 10 Sekunden, siehst du, der wegschlagen. Und jetzt gibt es auch noch einen neuen Modus hier. Und zwar Herrschaft. Das kennen ja die ein oder anderen. Man hat 2 Punkte. Der Gegner darf den nicht erobern. Diesen Spielmodus kann ich nicht so gut. Das sage ich schon mal jetzt gleich, ne? Es reicht nicht, wenn man hier so steuerungsbehindert ist. Dann ist das Ganze noch so. Erstmal alle Dotballern hier, das ist immer das Wichtigste, ne? Leute totschießen. So, da legen wir mal was hin. Das kann man mal machen. Ach scheiße, wir haben jetzt den Armpunkt so erobert. Den müssen wir uns eben zurückholen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Die werden jetzt natürlich mit allen Mitteln. Das siehst du ja. Mit allen Mitteln werden die jetzt versuchen, das zu verteidigen. So. Dann verteilen wir hier mal ein paar Minen. Ja. Und lassen uns von unseren eigenen Kollegen erstmal wegschießen. Das ist immer wichtig, sich von eigenen Kollegen wegschießen zu lassen. Das ist auch mal.
Wow, das ist klar. Steh auf! Hat Klopf! Steh auf! Ach, doch, danke. Rückzug! Ich geh mal so lang, ne? So, du Watzlöffel, hast du dir so gedacht, wa? Scheiße, meine Maus haut immer ab. Immer in einem Bildschirm. Ne? Aui. Krasser Scheiß, diesmal. So, die greifen jetzt die ganze Zeit nur. Was mach ich denn? Schnell die Maus hier. Oh, das war erfolgreich jetzt für 4. Und meine Maus haut schon wieder ab. Hilfe! Hilfe, sag ich nur. So. Ich glaube, die gehen alle zu B jetzt, oder? Das könnte zu B gehen. Okay. Habe ich ja gesagt. So, hier. Einfach mal in die Luft jagen. Oh, schnell weg von der Granate. Letzte Chance. Jetzt müssen wir hier verteidigen. So, zack, 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 verteidigen. Jawohl, nächster Sieg. Das war doch mal eine schöne Folge. Eine schöne Folge. Tactical. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Abonniert mich auf jeden Fall. Dann gibt es auch öfter so Reviews, sag ich mal, von Spielen, die ich entdeckt habe oder andere Leute entdeckt haben, mir gezeigt haben. Und ich zeig die euch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.